Moin Leute von heute, was geht ab? Yes, ist am Start für euch. Ich habe mir gedacht, weil ja viele Zombie-Zuschauer von mir auch so ein bisschen Zombie-Anfänger sind, habe ich mir gedacht, mache ich erstmal heute so ein kleines Tipp-Video und morgen machen wir dann das Video oder übermorgen muss ich mal schauen, wie ich das schaffe. Das wird auf jeden Fall länger. Da werde ich alle Rituale schon mal erklären und wie man dann den Packer-Punch öffnet und so weiter. Das muss ein bisschen länger besprochen werden. Und da natürlich viele Anfänger unter meinen Zuschauern auch sind, habe ich mir gedacht, mache ich heute mal so ein kleines Tipp-Video. Also für die Leute, die natürlich schon ein bisschen besser sind in Zombies, die brauchen das jetzt nicht zu sehen, das Video. Aber für die Leute, die jetzt erst anfangen mit Zombies in Black Ops 3, für die habe ich heute einen kleinen Tipp. Und zum Beispiel gibt es ja in Shadows of Evil viele Flaschen vor den Toren, also viele kaputte Flaschen. Und da gibt es einmal die gelbe Flasche, einmal die rote und einmal die grüne Flasche. Und am Anfang ist für euch eigentlich nur die rote Flasche interessant, denn das ist Juggernog und damit haltet ihr mehr Schläge von den Zombies aus. Und dazu müsst ihr einfach vor den Toren schauen, welche Flasche sich dort befindet. Also befindet sich jetzt zum Beispiel die rote Flasche vor diesem Tor, befindet sich hinter dem Tor auch Juggernog. Dadurch könnt ihr natürlich mehr Schläge aushalten und befindet sich vor diesem anderen Tor jetzt zum Beispiel die gelbe Flasche. Das ist Doppelfeuer, damit könnt ihr die Zombies schneller rasieren. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel vor einem anderen Tor die grüne Flasche seht, hinter dem Tor befindet sich dann natürlich Speed Cola. Dadurch könnt ihr eure Waffe schneller nachladen. Und das sind halt die wichtigsten drei Perks, würde ich mal sagen. Später kommen dann noch zwei andere. Heute ist erstmal wichtig, wenn ihr zum Beispiel mit vier Leuten zockt, dann braucht ihr ab Runde 4, würde ich mal sagen, eine Waffe und das rote Perk, also Juggernog. Und dadurch erhaltet ihr ja so einen kleinen Boost, würde ich mal sagen. Also ihr könnt mehr Schläge von den Zombies aushalten und das ist das Wichtigste, denn ab Runde 4 werden die Zombies richtig brutal schon, also für die Anfänger unter euch, und da braucht ihr eine Waffe und das rote Perk. Und ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen mit diesem kleinen Tipp, hinter welchem Tor sich welche Flasche befindet. Und später kommen wir dann auch zu einigen anderen Sachen und morgen kommt dann das Packer-Punch-Video, also wie eure Waffe Packer punchen könnt, also die jeweiligen Rituale dazu. Alles werde ich euch erklären und so weiter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal, wenn es wieder heißt, yes, ist am Start für euch. Gönnt euch, wenn ihr noch ein Zombie-Anfänger seid, ab Runde 4 auf jeden Fall Juggernog. Für 2500 kostet das. Also meine Freunde, wir hören uns. Bis dann. Bottom, 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 bottom.